Moin, mein Kapitän, es gibt einen kleinen Replay von den letzten Kleingefechte mit meiner schicke Yamato. Und das ist ein kleiner Replay von der vorletzten Runde. Guten Tag. Vor uns ein kleiner Gefecht. Alles klar, so, ich fahre mit meiner fette Yamato. Mein Team ist eine Kremlin, Desmo, Zelim, eine Sau, Stalingrad, Giering und ein Yuyang. So, ja, wir haben uns hier das erstmal das Bling Bling ist also so, da sollen unsere Leute erstmal hinfahren. Ich habe gesagt, hier komm, der Michi und der Tutti fahren zusammen, fahren wir Richtung A. Mein Gedanke war, ich fahre hier hinten rum, ich kann von der Außenseite schon beschießen. Ich könnte auch hier eine Front, aber weil der Kremlin, der relativ rechts von mir aus gespawnt ist, so rein. Also komm, fahr hier hin, weil die Kremlin kann mehr tanken, auch wie Yamato. Der gleichzeitig wie in den Reparaturkit auch, also man die Reparatur der Löschen hat, kann dafür schneller zünden wie ich. So. Und der fette Gegner hat einen Yamato Conqueror, Miotown, Hindenburg, Smolensk, Shimakaze und eine Krossowoi. So. Ja, erstmal wie fahren wir so hin. Der Young-Spieler soll mal ein bisschen scouten, soll diesen Bereich mal ein bisschen scouten, was hier so abgeht. Wir fahren so mal mein Team, also mal die, wir drei, mal unsere drei, sagen mal wir drei, unsere Helden, fahren Richtung A. Wir sollen wir holen hier A, B, weil wir haben, ist bessere Position, weil C ist so eine Sache. So, da hinten ist die nette Hindenburg auf 25 Kilometer. Einfach gerade so hinnehmen. Das Problem ist, ihr seht nicht, welche Anrichtungen sehe. Aber auf 25 Kilometer habe ich die Hindenburg mit. Bäm! 14.000 Schaden habe ich gedrückt. Auf 24 Kilometer. Wenn man mit Yamato richtig gut eingespielt ist, dann schafft man auch teils auch viel mehr Damage. Habe ich versucht, auf die Mutanta zu wirken. Aber es hat so anscheinend leider nicht so wirklich funktioniert. Weil er anscheinend einen Beschussalarm gab. Der ist relativ. Kann man sagen, Moment. Ne, kann man leider nicht verfolgen. Ist leider langsamer geworden. Ich habe eher Vermutung gehabt, ich habe ihn hier auch nicht gesagt, aber ich habe eher gedacht, er hat bestimmt Beschussalarm drauf. Weil er relativ sehr gut langsam geworden ist. So, wir haben eine vorne mir eine Mietown auf einmal aufploppen sehen. Da frage ich mich auch, was macht die Mietown hier plötzlich vor uns? Ich weiß nicht, was er sich bei dieser Aktion gedacht hat. Aber kann man sagen, das war leider nicht so ein Treffer, was ich gerne haben wollte. Leider zwei Treffer, leider Overpens. Ich hätte sehr Biestentucken mehr lieber. Wenn wir uns hier sehen. Kremlin fährt schon um die Ecke. Die Julian ist schon ums Bauten. Und ich werde schon hier schön mal so beschossen die ganze Zeit. Jetzt ist es erstmal wieder zu. Das ist schon mal ganz gut. Ja, ihr seht ja von meiner Sicht ja von mir aus von Nepos, aber brauchen wir hier hingucken. So, die Miatonne ist direkt vor uns wieder offen. Aber ich sag, alles klar. Aber naja. Er hat sich doch zu doll eingedreht, weil die Ruderstellzeit von dem Miatonne ist doch sehr gut. Und. Kurz, dahin ist jetzt der andere feindliche Meton aufgeploppt. So, unser leider Yuyang ist leider da vorne. Stalingrad ist auch davon gut davon, hat ja auch gute Kelle, aber unser Stalingrad nimmt auch Damage ein. So, nächste Seite war auf die Meton, leider auch nicht so wie hier. Und wieder leider von drei, sechs Kugeln sind leider nur drei ins Ziel gegangen. Unser Stalingrad, wenn man hinten so sieht, hat gute Seilen gefressen. Unser Kremlin, wie ich das so ein bisschen sehe, im Laufe der Runde ist doch ein bisschen zu doll vorgeprescht. So. Ich gucke mal so um. So. Ich war die ganze Zeit komischerweise offen. Ich weiß nicht, wo die Shima sonst noch stand. Im Augenblick fand ich das ein bisschen schon leicht merkwürdig. So, die Miatonne ist mal offen gegangen. Ich weiß auch gar nicht genau, was die Miatonne eigentlich in diesem Bereich machen wollte.
Aber nur unsere nette Desmo hat ihn schön rausgenatzt. So. Wollte hier eine schöne Salve auf die Montana setzen. Leider war die Insel doch vor mir, konnte ich leider nicht mehr abdrücken. Wenn man jetzt auf die hinten guckt, die Kremlin ist doch ein bisschen zu weit vorgeprescht, wo ich das gesehen habe. Nee, Kremlin, was machst du da vorne ein bisschen? Du bist doch ein bisschen zu weit vorgeprescht. Ja, zum Schluss war es doch ein bisschen zu spät gewesen. Ich habe so ganz zum Schluss erst auf die Karte gesehen. Wenn man auf ein Schiff funktioniert, mal drauf hält, hat man fast nur einen Tunnelblick, kann man sagen. Die Kremlin hat sich ein bisschen zu viel über Alpha gemacht. Ja, es war gerade nicht so wirklich prickelnd für uns. Sag komm, unser nette Giering ist leider auch verdammt viel, hat auch viel Schein mitgenommen. Leider, so, komm. Verzeihung, so, ich versuche jetzt mal schön mit Rückwärtsgang. Also komm, wir erobern jetzt hier nur B und wir lassen das jetzt der Gegner kommen. Das ist das einzige Mögliche, was wir machen können. Weil ich finde, in diesem Bereich hat man doch schon einen Vorteil. So, jetzt nette Hindenburg, wieder, kann man sagen, auf 25 Kilometer. Da kann man leider nicht folgen. Und ich weiß nicht, warum auch die Hindenburg stehen geblieben ist, aber wollte eigentlich ganz hart schießen. Und bäm, weggenatzt. Das auf 25 Kilometer, okay. Der ist wirklich doof stehen geblieben. Konnte man leider nicht ändern. Leider nächste Salve auf die Smolensk. Aber die Salve, was ich gerne haben wollte, ist leider nicht um die Ecke gekommen. Weil ich habe hab gesehen, eine Kugel schön mittig, leider ein Overpen gemacht und ein Abpraller. Ich finde persönlich die Smolensk hat so da ab und zu mal, ich habe das Schiff selber auch, teilweise auch ein Drüllpanzerung auch. Machst teilweise mit auch teilweise auch Overmatches auch. Sag mal, du matchst das Schiff ja doppelt durch, machst ja keinen Schaden. Das ist so irgendwie ein bisschen komisch bei diesem Schiff. Ich habe das Schiff selber. Teilweise machst du teilweise wirklich nur Overmatches auf bestimmte Winkel auch. Drops sind dir Winkel schön auf dem Schiff drauf klatscht. Ist mir schon eine andere Repair von kleinen Gefechten auch schon passiert. Volle Salve auf die Wuschda und komplette Salve auf Overpants drauf geklatscht. So, da ist die Shima aufgegangen. Haben wir gesagt, Jungs, alle auf die Shima drauf. Ich weiß auch nicht, was die Shima da vorhatte, irgendwie YOLO-mäßig. Ich habe keine Ahnung gehabt. Fand ich ein bisschen zu krass, was für Shima gemacht hat. Ständig immer auf und zu. Weil ich glaube, es war einfach eine Notsituation, was das Gegnerteam machen sollte. Leider nur ein Overpen. Danke, Handy. So. Leider habe ich da. Von den Conquera. HE 13.000 einfach gefressen. Mit Drecks HE-Murmel. Das ist teilweise auch wirklich kein Verhältnis. Okay. So, die Schema haben wir zusammen erstmal rausgeknallt. So. Leider ist unser Yuyang auch schon relativ sehr down. Unser Giering ist auch fast down. Aber sag komm, wir müssen noch den Cap halten. Ja, leider nehme ich lieber einen Torp mit von der Shima mit, leider mit. Leider mit 18.000, das war nicht so schön. Zum Glück wurde das Wassereinbruch Schaden überarbeitet. Mein Kudan auf den Reparaturkit läuft auch noch. Muss ich leider ein bisschen Geschwindigkeit minimieren. So, zurzeit besitzt leider gar nichts, aber die große Voy ist leider mir in meinen Nacken gefallen. Wenn man sieht, ich bin die ganze Zeit gespottet. Ich versuche mit meinen Reichweitenflieger was zu machen. Ich habe gesehen, die Conquera wollte echt über die Insel ballern noch. So, die Dame ist meine schöne Mietown. Bäm, schön auf den Hintern gezielt und weggenatzt. Das war auch so ein wichtiger Kill. Jetzt haben wir erstmal einen Gleichstand. Leider ist da unser Giering leider gestorben. Weilhin da irgendwo da eine oder andere feindlichen Zerstörer. So, jetzt haben wir. Ist es leider jetzt fast Gleichstand. Und ja, die haben noch eine Smolensk und noch eine Grossovoy noch bei mir im Nacken noch. Ich bin ganz was gespottet. Mein Flieger kann leider nicht so wirklich aufdecken und nicht. Tropfen die. Diesen Russen, die dir verdammt hohen Tarnwert hat. Kann man schon so sagen.
Da, wenn wir sehen, da ist er kurz aufgeploppt. Aber schon so schnell wieder unsichtbar. So schnell konnte ich leider meine Teamline nicht mehr hinrichten. War kurz zu sehen, ich habe gesehen, gemerkt, shit, der ist hinter mir. Irgendwas muss ich doch machen. So. Aber bis jetzt sieht das noch relativ nur ausgeglichen aus. Das Gegnerteam muss was langsam was machen, um irgendwie noch die Runde zu reißen. So. Versuche irgendwie ein bisschen mit den Desmond ein bisschen so zusammenzuarbeiten, aber ging leider nicht so wirklich offen. Muss ich so sehen. Shit. Muss ich doch gerade noch vorfahren. Hau ich nochmal in den Reparaturkit rein. Da haben wir nochmal 13.000, aber möglichst schnell nochmal repariert. Jetzt sieht man, die Conquera pusht jetzt ein bisschen schon mal vor. Ich denke mal, das war eine Notsituation. Das war einzige Möglichkeit ist nur noch, mit das Ding wie nochmal wirklich rauszuschießen. Wenn man sieht, der Conquera zeigt Breitseite, also sagt, komm, muss ich die Situation ausnutzen. Vor und Nachteil bei dem Conquera, die Zitadelle wurde überarbeitet und jetzt kann man die viel besser die Zitadelle auch treffen. Sein hintere Turm hat schon auf mich ausgerichtet und leider so weit nach vorne gehalten, nicht getroffen, aber fast 10.000 wieder zweimal abgefackelt. Das fand ich schon echt, weil der Conquera ist schon wirklich krass. Teilweise mit der HE, du kannst, wenn man sehen, hier hat man gesehen, ich stand fast frontal zu ihm, habe ich gerade 10.000 gefressen. Mal noch eine schöne Salbe drauf. Ich weiß auch nicht warum, aber habe ich nochmal eine schöne Zitte reingedrückt. Einzige Möglichkeit ist nur möglichst schnell irgendwie noch rückwärts zu fahren. Nach der Conquera ist das Ding sowas von egal gewesen. Er könnte mit starken Heal keiner Grunde als wie wieder hochrappen. Wenn man sieht, dass der rappt sich ganz halt wie bekloppt hoch. Einzige Möglichkeit noch irgendwie nur eine Zitter ran zu drücken. Leider ein bisschen zu weit vor, leider hin, aber trotzdem mit den Zitter mit 30k rausgeballert noch. Hab gesehen, scheiße, ich bin fast tot, schnell möglichst viel reinschmeißen. Und die Kreuzerfeuer wollte auch gerne um die Ecke pushen noch. Weil es war einfach, glaube ich, nur eine reine Notsituation gewesen. Immer schnell was machen, irgendwie Runde umzureißen noch. Aber in Effekt hat es leider nicht mehr gereicht. Die Kreuzerfeuer sagt, komm, irgendwie was machen noch möglich, irgendwie so ein Schmückchen noch mal schnell killen. Und so Yuyang ist fast auch beinahe down, wollte irgendwie den auch noch wegschießen. Aber hat es leider nicht mehr geschafft. So hat man die Runde noch schön gewonnen. Für uns war es relativ eine spannende Runde gewesen. Leider viele, zack. So ist die Auswertung. 114k Damage gemacht, schöne 4 Zedellen verpasst. War eine, ich fand noch relativ zu Schluss, dass das Gegnerteam hat auch verdammt gut gespielt. Aber die waren zu Schluss doch ein bisschen zu passiv. Die haben eben versucht, irgendwas zu machen noch. Wenn der Crossover uns rumgefahren wäre, also mal von hinter uns gefahren wäre, hätte wahrscheinlich noch mehr machen können. Deswegen, so klug wäre, einmal rumfahren, uns irgendwie spawnen, Torpedos in den Nacken schmeißen, weil mit jemand, die Yamato ist im Grunde ein stationäres Schiff, ja. Deswegen, so. Schade, die Mutena und die Smolens, ich glaube, von Smolens haben wir fast kaum was gesehen, Mutena auch, er auch nicht. Das generische Team hat verdammt, ich finde, verdammt gut gespielt. So, die 2500 Basis-CP ist immer so, wenn man gewinnt, oder die 250, wenn man verliert. So ist meine komplette Auftragung vor auf den generischen Team. Den Hindenburg, der Leihschiff, habe ich fast 31.000 mitgegeben. Das war also, sag mal, das war meistens wirklich auf Max-Range, fast auf 25 Kilometer habe ich die Hindenburg ganz gut beschossen. Ja, mit einem guten Treffer kannst du das Ding auch komplett rausnehmen, wenn du eine gute Salve. Den Conquera habe ich mit 51.000 auch rausgeschossen. Die letzte Salve war wirklich eine Glückssalve gewesen mit die 30k-Schelle noch. Sonst hätten wir wahrscheinlich die Runde verloren. Es war ein bisschen Glück auch ein bisschen dabei. Miaton habe ich leider 21.000 mitgegeben. Das war die einzige schöne Zita.
Andere Mietonnen haben wir leider, habe ich leider nicht so viel mitgegeben. Die Smolens habe ich leider mit einem Murmel nur getroffen. Schienbar persönlich auch. So ist die komplette Auswertung, wenn man die Kleingefechte gespielt hat. Bisschen plus minus bringt irgendwas mit. Aber grob im Ganzen hat es uns die Runde fast den Sieg gekostet. Aber persönlich hat uns auch die Runde auch Spaß gemacht. Der Gegnerteam war auch wirklich stark auch am Anfang. Aber zum Schluss war da das Gegnerteam, boah, jetzt müssen wir was machen. Aber das Problem war, die sind nach und nach alle gleich in Tod gefahren. Wenn, wie gesagt, wenn die große Wahl uns hinter uns gefahren wäre, nicht zurückgefahren zu dem Team, sondern uns andersrum gefahren, hinter uns gefahren wäre, hätte wahrscheinlich das Genick gebrochen, auch nach die Runde. Aber der Spieler hat sich leider sich anders entschieden. Aber im Groben und Ganzen war es ganz okay. Wie gesagt, und ich habe noch einen kleinen Replay. Ein interessantes Replay, kann man so sagen. Es ist ein bisschen sehr HI-lastig gewesen, aber war auch ziemlich sehr lustig gewesen, aber fast auch eine klappe Geschichte gewesen. Aber das sehen wir mal, erzähle ich dir das in der nächsten Runde. Wünsche euch noch einen schönen Tag noch und einen schönen Abend noch. Tschüss.